bin ich denn jetzt hier? Tunnelpfad zu der City, Orania City. Was ist das denn hier für eine Umgebung, bitte? Ein Pummelluff! Wir sind ja hier so schwach. Nun! Ich versuch's mal direkt zu fangen. Yay! Pummelluff wurde gefangen! Pummelluff-Ballon! Alles klar. 50 cm, 5,5 kg. Dieses Pokémon betört Gegner mit seinen großen Augen, bevor es sie in den Schlaf lullt. Lullt! Vor allem nicht singt, lullt! Ich möchte mit dir nicht reden. Ich will erstmal hier oben hin. Okay, das sieht aus wie so ein Einkaufszentrum hier. Ich glaube, wir gehen hier erstmal rein. Nee. Okay. Oder was sagt der denn hier? Ich schieb hier Wache. Oh, ich bin so durstig. Halt, stopp. Durchgangskrieg. Ja, gut. Okay. Gut, dann. Was ist das hier? Achso, da haben wir schon gelesen. Ja, komm, wenn es sein muss. Ach so, der will gar nicht mit uns. Oder das hat Vorrang, ich weiß es nicht. Noch ein Abra. Level 7. Warum sind die denn hier so schwach? Habe ich irgendwie was übersprungen oder so? Nein! Ja! Yes! Sehr geil. Ich habe eine Abra gefangen. Abra, Psi. 90 cm, Gewicht 19,5 kg. Dieses Pokémon schläft 18 Stunden am Tag. Bei Gefahr teleportiert es sich in Sicherheit. Das haben wir ja gesehen vorhin. Ah, okay. Alles klar. Man findet hier draußen nicht viele Käfer. Also ein Käfersammler. Drei hat er. Ein Hornliu. Level 16. Ich bin sehr verwirrt. Aber ich glaube, Glut ist hier ganz gut. Glut ist hier ganz gut. Heftigst. Ich habe mit meinem fucking Glumanda bei Level 13. In Hornliu und Level 16 besiegt. Ein Raupi. Nein! Glumanda bleibt draußen. Nochmal Glut. Bitte nochmal Instant. Nein! Oh, jetzt ist hinüber. Nee, doch nicht! Okay. Ich dachte, sie wäre tot gewesen. Yay! Level 14. Nein! Oh, Glumanda, machst das schon! Bitte nicht vergiften. Dankeschön. Yes! Sau gut! Ich hab's nicht vorgelesen. So. Was ist denn mit euch? Das mache ich alles aus Liebe. Lass mich allein. Ja, jetzt willst du mit mir kämpfen. Ich hätte dich alleine gelassen. Profifinder wollte ich gerade sagen. Pfadfinder möchte kämpfen. Da hat irgendein starkes. Ultrigaria. Kommt, glaube ich, aus. Oh, da habe ich letztens noch von drüber geredet.
Das sieht eigentlich fast genauso aus, nur dass so eine Wurzel unten dran hat, was aussieht wie Füße. Habe ich gesagt, da gibt es einen komischen Turm in Gold. Fällt es jetzt gerade nicht ein. Oh, das ist nicht so gut. Ich dachte, das wäre eigentlich besser bei Pflanzen-Pokémon. Das ist anscheinend nur bei Käfer ganz gut. Fällt es gerade nicht ein. Okay. Oh nein. Wie viel denn? 2, okay. Aber mir fällt der Name von dem Kack-Pokémon nicht ein. Hör mal auf mit deinem Kack-Rankenhieb, Mann. Was ist da los? Glumanda erreicht Level 15. Silberblick, toll. Yay. Denn sie reicht Level 19. Oh, übelst am Level, ey. So, ich weiß jetzt nicht. Quatsch jetzt mal noch mit dir. Ich trainiere für meine Liebsten. Stör mich nicht. Weiß jetzt nicht, wie weit es noch bis zum nächsten Pokécenter ist. Dragosso. Oh, das ist ein cooles Pokémon. Das mag ich. Ich mache jetzt hier einfach mal Glut und ich hoffe, dass das was bringt. Und ich hoffe, dass es nicht stirbt. Kopfnuss. Ich glaube, es stirbt. Ja. Nun. Ich nehme mal Smetbo und versuche es mal einzuschläfern. Yeah. Nice. Ich weiß nicht, ob das was bringt, weil ich glaube, das ist so ein bisschen Psycho-Pokémon. Glaube ich. Kann sein, dass ich da wieder Quatsch erzähle. Aber Dragosso ist cool. Sehr schön. Das wird doch Level 20. Ui, das ist unmöglich. So. Das mit dem Flackern ist jetzt nur, weil Pikachu vergiftet ist. Dich habe ich noch nie gesehen. Bist du ein guter Trainer? Ich könnte mal jetzt gleich Pikachu anquatschen und mal gucken, was es macht. Das würde mich mal interessieren. So, eins hast du. Ein Smetbo. Dann kommt mal Alex. Superschall. Mhm. Jetzt nicht selbst verwunden. Ach. Ja, ich weiß, dass Alex verwirrt ist. Ach, schon wieder. Ja, ich weiß. Boah, Junge. Was ist da kaputt bei dir? Dankeschön. Alex ist nicht mehr verwirrt. Und trotzdem trifft es sich nochmal selbst. Nein! Ach so, nur paralysiert. Ich dachte, vergiftet. So. Der hat nur eins gehabt, oder? Ja. Sehr schön. Du bist ein zu guter Trainer. Ja. Oi. Kämpfen? Meinst du mich? Na gut. Ich habe dich gar nicht angesprochen. Du bist zu mir gekommen. Pfadfinderin möchte kämpfen. 3 Pokémon.
Enthaub sie. Level 16. So. Wird dich wahrscheinlich töten, aber mach du mal. Bitte irgendwas. Kacke. Tot, tot, tot. Naja. Ja, dann ist es vergiftet. Nehmen wir mal Smetbo. Das Shen. Das hat sich sehr lustig angehört. Wie so ein Motor, der nicht anspringen wollte. Noch ein Taubsi. Nö. Ist halt nicht die beste Attacke dafür. Aber es zieht doch recht viel ab. Noch ein Taubsi. Nö. Ja, gleich schon 6 Uhr. Eieieiei. Na gut, ich nehme mal schon 1,75 Stunden auf. So, sehr schön. Einen Kampf haben wir jetzt noch vor uns, so wie das aussieht. Das hat nicht ganz geklappt. Hört ich da jemanden vom Kämpfen sprechen? Nein, ich habe nicht gesprochen. So, bitte nur 1, 2, okay. Habitak. Level 16. Jetzt sterben sie alle. Alle sterben sie. Machen wir hier mit Dennis fertig. Ich habe leider nicht gesehen. Radikal? Ja, radikal. Wow! Das sieht auch mega cool hier in Gelb aus. In Gold sieht das nicht so geil aus. Also es hat hier teilweise echt bessere Grafiken als in Gold. Machen wir nochmal Donnerschock. Ah, nicht so geil. Das Gift schadet Dennis. Tackle, Dennis ist tot. Tja! Smetbo! Schulz. Hyperzahn. Wow! Heftig. Smetbo reicht Level 21. So, ich hoffe mal, das war's jetzt und dass wir eine Stadt jetzt haben gleich. Ich hätte es besser überhört. Ja! There's a city! Und there's a Pokémon Center and we directly use it. Bitte, bitte, bitte heilen. Das war knapp, war's. Knapp. So, jetzt müssen wir jetzt hier erstmal wieder alle Leute bequatschen und wir können jetzt das erste Mal hier drüben mit dem Pokémon reden. Chanera! Chanera! Es stimmt, dass ein Pokémon mit einem hohen Level sehr stark, sehr stark ist. Allerdings haben alle Pokémon Schwächen. Die richtige Attacken kann leicht besiegen. Daher gibt es kein Universal-Pokémon. Das stimmt. Mein Pokémon wurde vergiftet. Das Gift hat es lange nach dem Kampf besiegt. Ja. Auch wenn sie den gleichen Level haben, können die Fähigkeiten von Pokémon trotzdem verschieden sein. Das Pokémon eines Trainers ist stärker als ein wildlebendes. Okay, was haben wir denn hier drüben für ein Häuschen? Ich bin